Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und wie lange habe ich diesen Satz nicht mehr gesagt? Heiliges Makrelenkrollo, würde ich dazu mal behaupten. Ich bin hier übrigens gerade nachgejoint, nicht wundern. Denn heute will ich einfach nur kurz ein bisschen mit euch reden. Also es ist jetzt nicht, dass ich heute sage, okay, ich will jetzt hier meine Streaks erreichen oder ich will dies oder ich will das oder ich will jenes. Sondern ich will einfach kurz mit euch quatschen, Leute. Ihr habt ja jetzt gesehen, oh, es kam ein paar Tage kein Video. Also Belly, mein Aim ist ja gerade richtig kacke. Es kam jetzt ein paar Tage kein Video und das ist ja für mich meistens etwas ungewöhnlich und das heißt, dass da irgendwas los ist. So, und im Grunde genommen ist es kein anderes Thema als nochmal meine Arbeit. Ich hatte es euch ja letztens schon mal erzählt, dass ich so eine übelst stressige Phase hatte und so, und die ist jetzt halt noch quasi ein bisschen verlängert worden. Quasi noch bis Ende nächster Woche. Womit ich jetzt natürlich ein bisschen, ja, sag ich mal, nicht so den Kopf für Videos hatte und einfach nicht so Lust drauf hatte. Und ihr wisst, ich mache trotzdem immer nur Videos, wenn ich Lust habe. Und in der Zeit, wo ich halt Daily Uploads gemacht habe, da hatte ich halt einfach jeden Tag Bock. So ganz einfach ist das. Oh Gott, hinter mir. Oh nein, er hat die Banshee. Und jetzt war es halt einfach so, ich bin halt echt immer todmüde von der Arbeit gekommen, bin auch nicht zum Sport gegangen und so. Ich war einfach total müde und fertig einfach nur. Und deswegen habe ich jetzt halt mal ein bisschen gechillt und habe mir gedacht, Alter, dann haust du wieder Videos raus, wenn du richtig Bock hast. Das wollte ich euch heute einfach mal so ein bisschen sagen, ja. Dass es einfach auch manchmal so ein paar wichtigere Dinge gibt, solange ich das hier nicht hauptberuflich mache, logischerweise. Genau. Nur damit ihr das Ganze versteht. Ich versuche natürlich nach wie vor so viele und so coole wie möglich Videos für euch zu machen. Das ist ganz klar. Und ich werde auch irgendwann wieder, oder bald wieder, auf meinen Daily Upload zurückkommen. Und ich sag euch noch eine Sache. Oh lol, wie viele Kills ich da gerade mit der RK5 gemacht habe. Ich sag euch noch eine Sache, die ein ziemlich, ziemlich großes Problem war, jetzt bei der Sache aufzunehmen. Und zwar funktioniert, oh, da kann man hochklettern, okay. Funktioniert mein Elgato Software Programm einfach nicht. Also wenn ich das nochmal öffne. Es ist halt so, dass es dann anfängt irgendwann zu laggen. Dadurch wird das Game asynchron. Ihr habt es oft genug gesehen, ihr habt es oft genug in die Kommentare geschrieben. Und das wollte ich einfach nicht mehr hochladen, sowas. Weil warum sollte man sich was Asynchrones angucken? Es macht einfach keinen Sinn. Würde ich mir halt auch nicht angucken, so. Und jetzt habe ich es halt geschafft, es so hinzukriegen. Ich nehme jetzt mit OBS meine Videos auf. Sprich, da kann man in dem Programm halt schon seine Cam reinmachen. Es ist halt das Programm, womit man streamt quasi. Ist so, als würde ich jetzt gerade streamen. So sieht es bei mir gerade aus. Bloß, dass ich das halt quasi als Aufnahme habe mit ein bisschen besserer Qualität. Ich habe ja alles hochgeschraubt. Ich werde auch gucken, wenn das auf YouTube dann nicht so geil aussieht und ich da noch ein bisschen was dran rumschrauben muss, dann werde ich es auch natürlich noch ein bisschen höher schrauben. Ich wollte es bloß erstmal jetzt so ausprobieren. Hab da schon ein bisschen dran rumgepegelt und das sah eigentlich schon ganz geil aus, fand ich. Zumindest auf meinem Bildschirm. YouTube verschlechtert das dann ja immer noch mal ein bisschen. Das wird da so ein bisschen komprimiert. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Wie soll ich das überleben? Oh, ich hab's geschafft. Lol. So, jetzt bitte nicht von da sterben. Nice. Genau. Also mein Elgato Softwareprogramm an sich funktioniert. Also es läuft. Es wird dann bloß irgendwann asynchron. Das ist halt einfach scheiße. Jetzt nehme ich halt mit OBS auf, das ist für mich kein Umstand, das ist für mich nur ein bisschen leichter sogar, sag ich mal. Ich wollte es bis jetzt bloß nicht machen, weil da fühlt man sich manchmal selber so ein bisschen schlecht, wenn man da ein Video macht und drückt nur auf Start und drückt dann wieder auf Stopp und dann ist das Video quasi fertig, weil halt alles in einer Datei ist. Sprich, wenn ich jetzt schneiden wollen würde, müsste ich nicht 5 einzelne Cuts setzen für Tonspur, Kamera, Gameplay, Musik und so weiter, sondern das ist halt alles hier drin. Außer halt Musik. Musik müsste ich jetzt noch hinterlegen. Genau. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich hoffe, jetzt wisst ihr ein bisschen Bescheid, was so bei mir abgeht. Also ist jetzt nicht so, dass ich keinen Bock hatte unbedingt auf Videos. Ich war halt einfach kaputt von der Arbeit und da ist es halt dann manchmal ein bisschen schwer, halt einfach was aufzunehmen. Und ja, genau. Jetzt geht's aber auf jeden Fall weiter. Ich werde auf jeden Fall versuchen, jetzt auch bald wieder zu streamen. Für die Leute, ja, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Deswegen auch der Titel und das Thumbnail, meine Freunde. Ich habe mein vollständiges Team endlich an meiner Seite, ja. Ich habe, beziehungsweise spiele jetzt mit Deezy und Choppy und Paka, ja. Deezy und Choppy kennt ihr wahrscheinlich noch. Also ein paar von euch werden sie auf jeden Fall noch kennen, weil ich habe schon mal mit ihnen geteamt und ich habe meine erste LAN mit denen gespielt und ich habe auch meine erste LAN mit denen gewonnen. Für die Leute, die es nicht wissen. Und
Ja, wir sind jetzt ein festes Team. Wir spielen momentan, wie gesagt, noch BO3, spielen da halt Wagers. Und wenn es dann zu IW geht, geht es halt richtig los. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mit diesem Team am Start bin. Das heißt für euch wiederum, dass es extremst viele Streams geben wird, Leute. Also das wird richtig nice. Und mein YouTube-Channel wird natürlich auch wieder ein bisschen auf dieses ganze Competitive COD so ein bisschen umgewälzt, sage ich jetzt mal. Ihr werdet auch nach wie vor Public-Videos bekommen, aber auch sehr viele Listen-Ins mit meinem Team, Turniere und so weiter und so fort. Also das wird wirklich überwiegen, logischerweise, weil ich mache halt nur mal meine Ausbildung, bin 9 Stunden am Tag arbeiten und schaff's dann halt meistens, oder werde es halt nicht schaffen, mit dem Team zu practicen, dann am Abend noch ein Video aufzunehmen, extra zu streamen und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Also es wird auf jeden Fall viel Listen-Ins mit dem Team kommen. Das wird eine richtig, richtig geile Zeit. Und am Wochenende habe ich mir dann vorgenommen, dass wenn man halt Practice und kurz Pause macht, zum Beispiel, dass ich dann halt ein Public-Video aufnehme, dass ich da 1, 2 Public-Videos vorbereite, dass ich die dann immer nach und nach hochladen kann. So ist mein Plan. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da. Es ist alles gut. Ich bin wieder da. Alles cool. Keine Angst, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.